Mahlzeit, liebe Freunde, ich grüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Jawohl, es gibt mal wieder was zum Zocken nach einer langen, langen Zeit. Gibt es mal wieder Games. Liegt auch mehr daran, dass ich jetzt endlich ein vernünftiges Mikrofon habe. Ich muss das noch irgendwie einstellen, alles. Das hab ich erst heute neu mit Mischpult und ja, ich muss mich da erstmal durchwuseln. Genau, wir werden heute ein bisschen Starsend zocken. Das ist ein ja, Survival-Spiel. Ich habe das mal hier aufgemacht, damit könnt ihr euch das selber mal kurz angucken. Ist im Early Access. Es gibt aktuell auch eine Demo, die könnt ihr euch auch runterziehen. Ich liebe es, wenn es immer eine Demo zu einem Game gibt. Und solltet ihr euch das ja so gefallen, dann könnt ihr es auch für 16,79 erwerben. Genau. Ja, Starsend ist ein mysteriöses Survival-Spiel, das inmitten einer kargen, unwirklichen Wüste eine offene Welt voller Gefahren, weitläufige Umgebungen und unheimliche Geschehnisse bereithält. Erkunde, jage, baue und überlebe. Genau, und das werden wir auch machen. Ich werde mich wahrscheinlich mal wieder so ziemlich blöd anstellen, weil ich bin nicht so ein. Ich glaube, wenn ich einen auf Survival mache, ich glaube, ich bin nach einem Tag bin ich tot. Okay, Freunde, ich werde jetzt kurz switchen und dann gehen wir jetzt zum Spiel rüber. Jo, und da sind wir. Ich will mal kurz gucken, ob die Lautstärke der Musik, okay, das können wir glaube ich so lassen. Ich hoffe, ich habe das Mikrofon alles eingestellt. Also richtig eingestellt, aber ich glaube nicht. So, wir machen ein neues Spiel und ich würde sagen, wir werden das erstmal so einfach mal so eine halbe Stunde einfach mal so ein bisschen rumlaufen und mal schauen, was so alles passiert. Okay. Gegenstand ablegen, Q, Tab, Inventar öffnen, laufen, Umschalt, hocken, springen, schwimmen. Autorun, alles klar. Werde ich wahrscheinlich sowieso gleich wieder vergessen, aber jo, nee, das nehmen wir so hin. While running the Desert Marathon on the fourth day, you get caught in a sudden sandstorm, right in between two checkpoints. Following the track becomes impossible, and you soon get lost in a cloud of dust and sand. Blinded by the wind, breathing with difficulty, the sun setting in a direction you can't tell, you start wondering. If you'll make it alive, if you'll survive the desert. Oha, okay. Das ist ja schon fast so wie Open Water. Okay. Ich muss mal kurz hier auf meinem Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Wir rennen das einfach mal los. Ich hatte ja schon mal kurz reingeguckt, damit ich nicht so ganz blöd dastehe. Und habe herausgefunden, dass ich auf jeden Fall zu diesem Haus muss. Und da liegen wir schon auf dem Teppich. Ja, und da sind wir wieder. Hier war doch vorhin ein Teppich. Na gut, das ist wahrscheinlich von dem ganzen Sturm, ist alles hier drunter. Alles klar. Es ist recht gemütlich. Ich würde hier sofort wohnen bleiben, wenn hier an der Seite so ein Kaufmann wäre. Da hinten ein Elektronikmarkt, wo ich dann was einkaufen kann, so Games und so. Dann würde ich glatt hier bleiben. Wir werden jetzt erstmal rüste die Wasserflasche in der Hotbar aus. Und das heißt, wir machen Tab. Da, das ist Tom. Nimm die Wasserflaschepackung dahin. Okay, haben wir gemacht. Linksklick zum Trinken. Haben wir auch gemacht. Super. Stelle ein grobes Messer her. Genau. Und da weiß ich, dass wir Steine müssen. Also C. Haben wir hier unser Inventar und einmal herstellen.
Gut, wir sollen grobes Messer. Habe ich gesagt, dass es ein Early Access ist? Ja, habe ich schon gesagt, ne? Ja. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Steine. Genau, zwei Steine brauchen wir. Die holen wir uns jetzt einfach mal. Da liegt schon ein Stein. Auf jeden Fall ist es auch wichtig, wenn man so unten links so dass die Sachen so im Auge behält. So dass natürlich Hunger, Durst und die 36, das sind die Körpertemperatur, so, ich glaube ich. Ja, ist die Körpertemperatur. Wenn es so hoch ist, sind wir matsch. Dann fallen wir um. Also am besten nicht so viel anstrengende Wüste. So, wir brauchen aber noch einen Stein, ne? Ja, wir brauchen noch einen Stein. Hier, nehmen wir diesen. Stellen das her. Haben jetzt hier zwei Steine. Sagen herstellen. Man kann natürlich auch hier auf Plus mehrere herstellen, wenn wir das wollen. Und da haben wir unser Messer. Fälle eine Yucca-Pflanze. Machen wir. Na. Oh, habe ich das auf den Kopf gekriegt. Ja, da haben wir einen Stiel, Stein, Stock. Zerlege dein grobes Messer. Ja, erstmal halt ein bisschen Tutorial durchmachen, ne? Das Zerlegen geht in, wenn wir gehen, ich glaube, das müsste man hier oben hochziehen und dann, na, Linksklick und hier zerlegen sagen. Genau, so haben wir gemacht. Stelle eine grobe Axt her. Dafür brauchen wir zwei Tauwerk. Tauwerk haben wir hier oben, können wir zwei bauen. Wir machen einfach mal. So, okay. Und dann können wir hier die grobe Axt herstellen. Ist ja super. Es dauert schon ein bisschen länger. Klein wenig. Und da haben wir unsere grobe Axt. Jo, fälle eine Palme. Und ich denke mal, dass wir da einfach mal da hinten hinlaufen, weil da sieht man schon eine kleine Palme. Die werden wir jetzt erstmal fällen. Ich sehe schon meine Temperatur liegt jetzt bei 40. Ich dachte, wow, ja, aber ziemlich heiß. Aber normalerweise, wenn ich schnell laufe, da sollte ja eigentlich Wind so erzeugt werden. Ja, oder ist das nicht so? Extrem hohe oder niedrige Temperaturen verursachen mit der Zeit Schaden. Ja, das wollen wir natürlich nicht. 41 Grad, oh mein Gott. Wir fällen jetzt erstmal jetzt hier die Palme. Okay. Schneide die Palmblätter zu Stielen klein. Machen wir jetzt mal den Wedel hier. Und da hauen wir gegen die Wedel und so können wir die Palmblätter kleiner machen. Na, warte mal, die hebe ich einfach auf. 43 Grad, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch überlebe. Ich nehme das einfach mal mit. Finde Wasser. Und ich weiß ja, ob wir das überleben. Da hinten ist eine Wasserquelle. Und ich weiß ich gar nicht. Soll ich jetzt einfach mal laufen? Kann sein, dass wir krepieren. Aber vielleicht schaffen wir das ja auch. Ja, die Schweißtropfen, die wandern auch schon den Bildschirm runter. Ich habe das jetzt auch nicht viel gespielt. Wollte es eigentlich halbwegs auch blind machen. Oh, ich kriege schon Schaden rein. Auf jeden Fall, da hinten ist das bestimmt das kühle Nass. Na komm schon.
bisschen. Da hinten ist noch irgendwas. Da hinten ist doch ein Kamel. Ich habe ein Kamel gesehen. Na gut, wir müssen jetzt erstmal dahin. Wir brauchen erstmal ein bisschen Wasser. Oh, 44 Grad. So, komm, hier hast du Wasser. So, ah, ja, wunderschön. Was das für eine Wohltat ist. Können wir noch mal kurz was trinken, wenn wir eh gedrückt halten. Da kommt weiter. So, voll. Wir rüsten jetzt mal die... Nee, da muss ich ein bisschen... Na, so. Wasserflasche und R. Und haben jetzt unsere Wasserflasche mal aufgefüllt. Wir sind jetzt bei 38 Grad, das ist noch ein bisschen hoch. Na komm, es geht doch noch weiter runter hier. Klettere auf einen Baum und hole eine Frucht. Ja, das können wir eigentlich auch mal machen. Da. Eine Wüstenfrucht. Naja, aber wir sollen auf den Baum. Zwei Kokosnüsse. Super. Stelle einen Marker her und platziere ihn. Okay, da machen wir C und hier ist ein Marker. Wir brauchen ein Tauwerk und ein Stück. Drei Stöcke. Also wir brauchen noch zwei. Warte mal, ich muss hier nochmal baden gehen. Fische sind hier nicht drin, oder? 36. Wie sieht es überhaupt mit dem Hunger aus? Hm. Hälfte gleich weg. So, okay. Wir brauchen einen Stock. Hatte ich nicht was aufgehoben? Ich hatte doch was aufgehoben. Ressourcen. Baumstamm. Ich dachte, ich hätte Holz dabei, welches ich auf den Boden schmeiße und eigentlich klein mache. Das macht nichts. Guck mal, wieder 43 Grad. Was ist denn hier los? Mein Mann. Gut, dann müssen wir hier kurz ein bisschen hacken. Was ist das denn da? Ein Frosch. So. Dann machen wir den Stamm mal klein. Komm, mach mir noch einen. Oh, wieder bei 43 Grad, das ist ja echt. So. Nee, ich gehe noch mal kurz einmal baden. Nicht, dass wir hier gleich umkippen. Gut, den Marker. Jetzt können wir den Marker bauen. Ne? So, da haben wir den Marker und einmal herstellen. Das dauert jetzt einen Augenblick. Ne, da ist er schon. Mit den Pfeiltasten können wir ihn drehen. Ja, okay. Ich stelle den Marker und platziere ihn. Ach, das ist eine relevant jetzt, wo ich den mit dem Pfeil hinstelle. Wobei ich wollte eigentlich da mal hin, aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Egal, wir stellen ihn dahin. Öffne die Karte und platziere ein Symbol.
Gut, ich bin hier. Oh, das ist. Nee, das ist nicht der Marker, ne? Das bin ich, der Cook. Das, nee, das ist der Marker. Ist das der Marker? Okay. Hier sind Bäume. Ich mache einfach mal ein paar Palmen hin. So, nochmal kurz abkühlen. Erlege irgendein Tier, das du finden kannst. Da war irgendwo ein Frosch. Tut mir leid. Kleiner Frosch. Mal die Wüstenfrucht können wir. Da ist ein Frosch. Es tut mir leid. Na. Oh. Beute. Finde Fleisch und röste es. Ich habe kein Lagerfeuer. Mein Gott, okay, dann müssen wir es lassen. Tut mir leid, ich würde dich gerne eingraben. Ein Lagerfeuer. Was benötigen wir für Lagerfeuer? Zwei Steine. Okay, hier müssen noch bestimmt. Da liegt bestimmt Stein. Ein Stein. Was ist das? Irgendwas Mysteriöses. Sie beginnen sich zu vermehren, sobald sie mich gefunden haben. Sehr mysteriös. Okay. Da haben wir noch einen Stein. 41 Grad. Hurra. Na, hier. Kühlt er sich noch nicht ab. Bisschen ins tiefere Gewässer oder da. Gut, Lagerfeuer bauen. Da. Stellen wir mal eins her. Und dann rösten wir mal unseren Frosch. Jo, das wird auch allerhöchste Eisenbahn. So, super. Gut. Inventar. Das packen wir mal da. Nee, Quatsch. Der ist schon unten, das Lagerfeuer. Jo, dann würde ich sagen, bauen wir mal. Ich gehe mal zum Marker und hau hier das Lagerfeuer hin. Zum öffne E. Was war das? Ne, zerlegen wollen wir das nicht. Nahrung. Wir brauchen Holz. Und da läuft das schon. Das ist ja, sagenhaft. Wann sehe ich, wann das fertig ist? Okay. Mal kurz was trinken hier. Das ist immer noch roh. Stellt 15 bis 20 Hunger wieder her, okay? Und ich wette, nachts wird es wahrscheinlich richtig kalt. Achso, da steht nachher da, dass gekocht ist. Alles klar. Okay, dann können wir noch mal ganz kurz baden gehen. Der wird aber ziemlich schnell heiß. Ja gut, okay. Wir sind in der Wüste und die Sonne knallt genau auf uns. Und das ist kein Wunder, dass uns richtig heiß wird. Warte, noch nicht fertig hier. Meine Fresse. Fernglas hätte ich gerne noch. So, fertig. Da, tada. Gekochtes Essen haben wir. Was essen wir jetzt? Essen wir das jetzt? Das schimmelt wahrscheinlich. Ne, ich weiß es gar nicht. Wir essen das einfach mal. So. Und stelle einen Unterstand her und platziere ihn. Einen Unterstand. Das ist der hier. Was brauchen wir denn da? Wir brauchen drei Baumstämme. Und Tauwerk. Drei Stück. Wir können erstmal nur zwei machen. Zumindest, ich habe zu früh drauf gedrückt.
Ne, hat zwei gemacht. Dann werden wir jetzt mal ganz kurz hier die Dattelpalme, die werden wir jetzt erstmal fällen. 48 Grad, wollte mich... Oh, da kriegen wir ja... Meine Güte. Wie soll man denn da arbeiten? Na komm. Baumstämme. Was ist das? Datteln. Ey. Ich hebe euch einfach mal auf. Brauche ich noch zwei Tauwerk. Wir brauchen natürlich einen Stiel. Da platzierte Objekte, Ressourcen, Inventar. Hier, Stiel. Ne, das ist ein Stock. Warte mal, ich muss mal ganz kurz in die Wanne. Ey, meine Datteln. Ich bin gerade ein bisschen... Ah, Moment. Ich muss das doch fallen lassen. Ablegen. Und dann draufschlagen, ne? Oder nicht? Eher nicht. Ach, warte mal. So, hier haben wir die Stiele. Ja, man vergisst das ziemlich schnell wieder. Ja, ist man noch nicht so geübt drin. Okay. Wir brauchen jetzt. Ich muss jetzt natürlich wieder neue Wedel holen. Ne? Okay, ich mach nichts. Wir machen Tauwerk. Und brauchen neue Wedel. Da haben wir ein. Na super. Da liegen einfach mal zwei rum. Ich brauche noch ein Tauwerk. So, aber jetzt. So, da haben wir das. Stellen unseren Unterstand jetzt her. Es dauert ein wenig. Gehen wir nochmal baden. Oh, die... Die Sonne geht unter, es wird gleich dunkel. Ich hoffe, da kommen jetzt keine Monster aus der Erde oder irgendwie sowas. Hergestellt Unterstand. Alles klar. Dann, wie war das? Pfeiltasten. Ne? Baue ich dich mal hier. Ich baue dich da einfach mal hin. Super, und hier können wir schon. Genau. Du kannst nur nachts schlafen, zum Speichern R gedrückt halten. Aber speichern wir mal. Gespeichert. Super. Wenn wir krepieren, fangen wir hier, können wir hier wieder neu reinladen. Stelle einen Hammer her. Werkzeuge. Hammer. Na Hammer. Wir brauchen wieder Tauwerk und Steine. Nee, so viel kann ich doch gar nicht. Dann haben wir hier mal noch ein bisschen kaputt. Oh, jetzt 29 Grad. Ich glaube, ja, es wird jetzt dunkel. Die Temperaturen, die schwanken ziemlich schnell, finde ich. Es geht ein bisschen zu schnell. Du kannst tolle Screenshots ohne HUD mit der P-Taste drücken. So, ich habe P gedrückt. wir sind immer noch beim Hammer, ne?
Ich habe jetzt Baumstämme, wir brauchen jetzt Tau. Stiel, ich brauche Stiel. Und Stiel war auf den Boden schmeißen. Nein. Ich kriege das noch hin. Irgendwann kriege ich das doch alles hin. Stiel. Ja, es ist alles nicht so einfach. Ich vergesse auch immer alles so schnell. So, ich habe doch Tauwerk da. Wir brauchen noch mehr Tauwerk. Hatte ich da nicht noch mehr auf den Boden geschmissen gehabt? Na, brauche. Muss ich noch mehr fällen. Da ist noch ein Frosch. Oh, 20 Grad. So. Da, die nehmen wir auch mit. Steht irgendwo, ob ich überladen bin oder ist das noch nicht so? So, Stiel, da können wir hier diese beiden noch klein machen. Was quarkst du rum? Und zwei Steine brauche ich. Zwei Steine, meine Güte. Gehen wir hier nochmal rüber. Wir könnten allerdings erstmal ganz kurz ein bisschen für Feuer sorgen. Vielleicht wird uns dann mal ein bisschen wärmer. Ja, prima. Ja, ja, nun stell dich mal nicht so an. Es sind nur 18 Grad. Da stirbst du nicht gleich von. Ja, es war ein bisschen kalt, aber kein Grund, gleich Leben zu verlieren. So. Wo sind Steine? Ich meine, hier sind Steine, aber nicht die kleinen Dödelsteine. Oh, nice. Polarlichter. Da ist ein Stein. Gekrapscht. Da ist noch ein Stein. Drei brauche ich, ne? Und ein Baumstamm. Ich werde noch wahnsinnig. So. Na komm schon. Da, das ist doch bestimmt auch ein Stein. Müssen wir noch mal eine Palme knallen. Gehen noch mal kurz ins Feuer. Mensch, solange es nicht Minus ist, dann bleibt doch mal locker. So. Ah, ich sehe schon, ich habe Hunger. Ein Hammer und Inventar. Kann ich die eigentlich so essen? Warte mal, dann können wir erstmal hier kurz was trinken. So, esse ich die so? Ne, die kann ich nicht so essen, ne? Ne, die muss ich erstmal auf den Boden. Hier.
geteilt. Ja. So, mal gucken. Kann man das jetzt einfach so essen? Jawohl. Gibt bestimmt Durchfall. Gut. Ist ja irgendwo noch ein Frosch. Warte mal, hier sind noch. Da hüpft gerade ein Frosch. Es tut mir leid, Froschi. Es tut mir so leid. Aber der Tom, der hat Hunger. 10 Grad? Was stimmt da denn? Wo kommt die denn alle her? Huch. Oh, nice. Boah, so einen Nachthimmel möchte ich auch mal haben. Fleisch, hier. Wir können ja mal noch mal kurz eine Runde speichern. So. Erstmal Mund ausspülen nach dem Pennen. Und die Datteln kann ich so essen. Ne? So, was macht mein Fleisch? Das ist schon fertig. Das ist sehr nice. Das drücken wir uns auch erstmal in die Kehle. Ja, lege ein Fundament. Jetzt gehst du wahrscheinlich richtig los. Ne? Platzierbare Objekte sind das bestimmt, oder? Geschützturm. Wir brauchen einen Geschützturm. Wofür? Oh, für bösartige Dinge bestimmt. Oh mein Gott. Alles Fundament. Tuch. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Wo ist denn hier ein Fundament? Ich habe hier noch kein Fundament gesehen. Ja, die ist wieder heiß. Ne? Ja, ich weiß. Lege ein Fundament. Ich weiß nicht. Wüstenbalsam. Heilende Salbe. Ah, dafür brauchen wir Wüstenfrucht und Wedel. Warte mal, guck mal hier. Können wir doch mal einen herstellen. Unterstadt. Aufbewahrung. Ich weiß nicht, was sie meinen mit dem Fundament, weil das sieht danach aus, dass es das ist, aber. Da komme ich noch nicht so dran. Ich glaube, wir laufen einfach erstmal ein bisschen rum. Pyramide. Oh mein Gott, hier gibt es auch Pyramiden. Boah, das wäre ja nice, wenn wir eine Pyramide irgendwie noch erkunden könnten oder so. Ersten Tag überlebt. Yes. Mama, ich lebe noch. Mit. Was ist das? Wüstenpflanze. Ja, aber wie gesagt, ich Fundament sagt mir jetzt im Moment gar nichts. Ich habe jetzt hier auch nichts. Ich könnte jetzt erst einmal. Die brauche ich auch nicht. Nee. Können wir uns irgendwas herstellen, was wir anziehen können? Turban, dafür brauchen wir Tuch. T-Shirt, da brauchen wir alles Tücher für. Okay, was brauchen wir für ein Tuch? Wir brauchen Hanf. Ist mir noch nicht über den Weg hier gelaufen. Erforderlich, Webstuhl erforderlich. Ja, Mai. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wir rennen jetzt erstmal noch ein bisschen rum, weil. Oh, guck mal, ein Holzbett. Weil ein Fundament. Ich denke mal, dass das hier ist, aber ich weiß nicht, ab wann sich das jetzt hier irgendwie freischaltet. Von daher werden wir uns mal ein bisschen abkühlen und dann rennen wir einfach noch mal ein bisschen rum. Geh noch einmal kurz speichern. Und ja, dann gehen wir einfach. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zu diesem großen Stein oder was ist das?
Ich wüsste sonst jetzt nicht weiter. Oh, ein Stock. Weil Fundament, ich kann ja noch mal ganz kurz gucken. Nein. Nicht so tief. Nee, da. Da. Erst hier kann er, wird er, kühlt er sich ab. Okay. Da ist kein Fundament. Platzierbare Objekte. Das müsste eigentlich hier sein, ne? Waffen ausrüsten. Holzbrett. Oh, ich ersaufe. Ein Tuch. Nee. Ressourcen. Nee. Es gibt hier kein Fundament. Ja, dann denke ich mal, wir müssen einfach erstmal überleben. Oh, ein Frosch. Nee, du darfst leben. So. So, Mist. Wo war denn das Ding jetzt? Das war da hinten, ne, irgendwo. Wir reden erstmal ein bisschen in der Wüste. Dann war es das erstmal wieder für heute. Wenn das erstmal in die Wüste rein. Gucken, ob da irgendwo was ist, bevor wir abklappen. Herstellbares. Das lässt mich nicht los, ne? Dass hier irgendwo. Steht auch leider nicht, was man jetzt brauchen, um das jetzt freizustellen. Da ist der Stein. Oder wartet mal. Wir haben doch einen Hammer bekommen, heißt es nicht. Ja, nicht, dass es heißt, ich muss jetzt irgendwo. Hm. Wenn du den Hammer in der Hand hältst, drücke Maus 1, um das Baumenü zu öffnen. Ja, na. Das ist halt Tom. Ne? Klatsch. Also gehen wir wieder zurück. Also echt. Hab gerade einen Hammer gebaut. Warum komme ich nicht auf die Idee zu sagen, nee, rüste ich mal den Hammer aus? Aber nein. So, erstmal abkühlen. So, bis morgen. Zum Glück sind hier keine Krokodile drin oder so. So. Wir gehen zu unserem Lagerfeuer. So. War hier nicht irgendwo ein Frosch? Der hat sich jetzt verkrümelt, ne? Jo, recht schlauer Frosch. Oh, ich habe ihn gehört. Doch nicht so schlau. Wo bist du? Da. Froschi. So. Zack. So, wie sieht's aus? Wir können noch mal kurz ein bisschen was trinken. Also ich bin auf jeden Fall noch gespannt, wie weit sich das jetzt alles entwickelt, das Spiel. Wie gesagt, das ist im Early Access. Ich finde es bis jetzt eigentlich recht geil. Ich meine auch so hier, so die Wüste ist mal was anderes. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Survival-Spiel, was in der Wüste ist. Und wenn ich da jetzt auch noch sehe, dass es eventuell Pyramiden gibt. Hier Oase, Ruin, Pyramide. Lass uns einfach überraschen. So, ihr rüstet jetzt nochmal den Hammer aus und drücken Maus 1. Ich drücke Maus 1. Ah, rechte Maus. Was ist denn jetzt schon wieder? 50 Grad, ey. Ich glaube, ich kipp um. Naja, wenn ich in der Wüste bin, da kann ich mir gut vorstellen, dass mir da richtig, also ganz schnell, sehr heiß wird. Ja, und ich glaube auch, wenn man in der Wüste ist, und dann fallen die Temperaturen ja auch schlagartig. So, okay, nochmal. Fundament, ist glaube ich das hier. Nee, das ist ein Dach. Treppe, anderes.
Holzdorn. Das sieht nach Fundament aus. Ja, du kannst die Pfeiltaste benutzen, um Fundamente nach oben, nach unten zu bewegen. Das ist, ich gehe nochmal hier ein bisschen. So. Du kannst nicht erforderlich Materialien. Ach, jetzt hört doch aber mal auf. Zwei Baumstamm und zwei Holzbretter brauche ich. Na, super. Ach, ich komme ja zu nix. Einen Baumstamm habe ich doch hier. Hier habe ich doch einen Baumstamm. Ja, man muss sich damit erstmal ein bisschen einfuchsen. So, bam. Achso, ja, ich habe ja nicht genug. So, baue eine Türöffnung. Ja, hier könnten wir zumindest jetzt eine Tür bauen. Beziehungsweise wir könnten jetzt hier unser Haus bauen. Aber ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz baden. Ja, ich werde euch mal auf dem Laufenden halten, wenn sich mal noch was ändert. Vielleicht werde ich auch mal einen Stream starten. Ich werde mal schauen, weil jetzt mit einem neuen Mikrofon geht das jetzt alles, glaube ich, besser. Ja, ich hatte zuerst nur so ein Headset gehabt. Das Headset selber ist richtig nice, aber das Mikrofon, das ist eigentlich nur für Party-Chat so geeignet. Gut, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen, das war es jetzt erst für heute. Ja, mir ist heiß. Schaut euch das mal an. Schaut euch die Demo an, wenn ihr daran Interesse habt, an StarSend. Und ja, wie gesagt, 16 Euro paar zerquetschte kostet es. Und bevor ihr euch das kauft, schaut euch die Demo an. Ladet euch die runter. Gut, ich habe Hunger. Ich krepiere gleich. Ich mache mal Pause. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis die Tage. Tschüss.